So, Koizumi kann mal den Ball ein bisschen treiben. Super. Und Bela direkt so. Das war ja richtig gut. Sag doch, ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Wow. Cafaro in alter Manier. Bela schön kaltschnäuzig. Wie Lex in der letzten Saison. Aber ey. Ja gut, der Lex ist aber auch schon ein bisschen älter. Aber das darf ja, obwohl der ist 30, also... Das hat mit dem Alter, glaube ich, eher wenig zu tun, aber... Mit Cafu bei Mailand. Eieiei, was ist denn hier los? Wir sind ja richtig gut. Dass ich das noch erleben darf. Oh! Oh! Leute! Was geht ab? Besser kannst du es nicht spielen. Überragend. Und Grimaldi rechtfertigt seine Aufstellung. Krass. Wie auch schon gegen Mainz. Ha? Wichtiges Spiel. Wir sind da. Aber damit habe ich nicht gerechnet. 2-0 nach 12 Minuten. Und wir sind auch einfach... Guck mal, dass der Moll da hingeht, das ist super. Genau das hat die letzten Spiele nämlich immer gefehlt. Einfach dieses Wachsein. Grimaldi! Himmel, Arsch und Zwirn. Geht's aber echt dahin bei Hamburg. Ja, da kannst du aber auch nichts halten. Also, das macht Grimaldi einfach top. Da kann er sich strecken, wie er will. Den kriegt man nicht. Zehntes Tor. Nicht mal so schlecht für Spieltag. Habe ich natürlich jetzt mal wieder nicht geguckt. Müsste aber irgendwas mit kurz vor Ende 20 sein. Alter! Leute, ich glaube, wir sind in Form. Das war richtig oldschool 1860. Zumindest bei uns in der Karriere, leider nicht in echt. Das war ja leider jetzt nichts am Wochenende. Das Tolle ist, ich nehme die Folgen auf und sage dann was zu aktuellen Spielen und bringe die Folge dann, keine Ahnung, anderthalb Wochen später raus. Und ihr wisst überhaupt nicht, was ich meine. Jetzt leider haben sie verloren. Am Wochenende. 1-0. Nee, Quatsch, 2-1. Nee, Quatsch. Ach Mann. Ich sehe das immer nur auf Twitter und ärgere mich und vergesse es direkt wieder. Außerdem bin ich eh geschändigt noch von gestern Abend von den Mainzern. Das war echt grob. Ja. Jetzt kann schnell gehen. Gut. Grimaldi! Ja! Was ein geiles Ding. Nice Geschichte. Und ich finde, dieses Spiel zeigt noch einmal umso mehr die Lächerhaftigkeit vom Heidenheim-Spiel. Boah. Oder? Es ist doch okay, wenn man verliert. Das ist ja gar nicht mein Punkt. Aber mein Punkt ist, das ist einfach total... Es ist so unverhältnismäßig.